Einen wunderschönen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Wir haben aufgehört, als wir mit, wie haben wir ihn jetzt genannt, Paperboy und Q auf einer schwimmenden Tür auf in entfernte Länder. Ja, achso, ich muss ihm helfen. Ja, ich komme schon. Ja. Du hilfst jetzt aber auch mit. So. Jetzt müssen wir da erst rüber tuckern. Das haben wir eigentlich schon fertig gemacht in der letzten Folge. Jetzt muss ich da wieder rüber tuckern. Ich überspringe das mal auf magische Weise. Das wird jetzt gleich den Zukunftshausi. Ja, die schwimmen halt original in ein anderes Land. Oh mein Gott. Willkommen zum Zukunftshausi. Ihr habt eine äußerst atmosphärische, sehr schöne Schifffahrt verpasst, die aber auch sehr langweilig war und für einen Let's Play sehr ungeeignet. Aber ich liebe die Stimmung von dem Game, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist ein Meisterwerk, echt. So wie es der erste schon war. Arrived. Die Stadt ist halt böse hässlich, ja. Q? Oh, was müsste man drücken für Q? Q. Klar, der hieß ja nicht so. Ich hab den ja nur genannt, wenn man den mit Q ruft. Ach, ich bin so dämlich. Wer ist das? Hallo, Sir? Oh. Alter, was war das? Ich habe gehört, dass der zweite Teil um einiges gruseliger ist als der erste. Ich bin echt gespannt. Bis jetzt geht's ja noch. Also es war gut spannend. Aber noch nicht so gruselig. Könnte sich ändern. Ja, komm, Q. Ja, komm. Geh mal da auf, Q. Nee, wir gehen da rein. Oder müssen wir wieder Räuberleitern, oder? Nee, es geht. Alter, was ist das für eine Stadt? Schau mal, die Menschen haben sich alle aufgelöst oder so. Hat der sich erhängt, der andere? Und da hängen jetzt nur noch die Klamotten. Aber man hängt sich ja nicht unter den Armen auf. Nein, das ist schon wieder Quatsch. Ich sollte aufhören, Theorien aufzustellen und erst nachdenken. Da wäre uns allen geholfen. Das hat auf jeden Fall echt viel irgendwie mit so Fernsehern zu tun. Kannst du so hochspringen? Nee. Räuberleiter Q. Kim. Dankeschön. Muss ich dir jetzt auch hochhelfen? Nee, du schaffst es selber, oder? Uff. Oh nö. Ja. So, ja klar, der Fernseher ist ja viel schwerer als ich. Was bringt denn das dann? Ah. Alter, weißt du, wo es mich dahin portet? Da werde ich jetzt mit 200 Sachen nach oben ballern. Ah! Das war so klar. Oh mal, wie er das sitzt. Ja, wie kann ich Q jetzt helfen? Der kommt hier nicht rein. Der kommt ja da ohne Räuberleiter gar nicht hoch. Ich bin schon ein Arsch. Wo ich darüber wieder rüberspringen. Und ab geht die Luzi. Der ruft nach mir, der Q. Man kann halt da nicht wegspringen oder so. Der. Und weiter schwingen kann ich auch nicht. Das ist das Maximum. Wie springe ich jetzt von dem Seil weg? Mit der Springtaste. Wer hätte es gedacht? So, ja, ich komme ja schon, Q. Alles gut. Du hältst dich da jetzt fest unten, okay? Schau, jetzt ziehe ich dich hoch. Zack! Wow! Alles gut? Ja, sehr schön. Wo treffen wir uns jetzt? Da können wir auch nicht rüber. Kannst du da rüberspringen? Nee, kannst du nicht. Ich kann auch nicht rüberspringen. Du kannst mich auffangen. Nee, so weit kann ich nicht springen. Hältst du jetzt echt deine Hand? Oh mein Gott! Wow.
Danke, Q. Ich lass dich da mal wieder stehen. Und hepp. Hoffentlich kommt... Ich mir ist sowas lieber, als wenn Gegner kommen. Das ist so ein Stress. Alter. Doch, schau am Kragen. Der hat sich da aufgehängt. Der hat sich erhängt und dann haben die sich aufgelöst. Alter, das ist ganz creepy shit. Aber so richtig. Das Licht tut mir weh, oder was? Oder, nee, der Fernseher tut mir weh. Das ist eine Metapher dafür, dass das Leben im Social Media und Fernsehen und uns die Seele aussaugt. Versteht ihr? Darum geht's. Dass wir alle zu einer Art Zombies werden. Alter, was muss ich machen? Was WASD benutzen? Hä, was zur Hölle? Okay, das war falsch, oder? Ja. Ich check's nicht. Also das ist schon mal richtig. Alter. Das ist die Tür vom Anfang vom Ladebildschirm. Abgedreht. Ah, jetzt hat er mir geholfen. Danke, Q. Boah, das Game ist Psycho, hä? Aber so richtig. Raus da schnell. Okay. Da hoch? Müssen wir da hoch, Q? Vielleicht redest du mal mit mir? Das müssen wir wegschieben. Komm, hilf mit. Mein Gott, ich hab ihr die Hand gegeben. Habt ihr das gesehen? Oh, war das süß. Kann ich das nochmal machen? Schau. Sie hat sich gerade die Hand gegeben. Oh mein Gott, ist das süß. Oh, das ist ja voll niedlich, wie sie hält. Dann krieg ich gleich Pippi in den Augen, hä? Eine Schule? Komm, halt mal Händchen. Ich helf dir. Ich bin bei dir. Moin, tschüss du noch ein Tor. Ist das süß alles. Noch. Kann ich da rein? Hallo? Nee. Müssen wir die Dachrinne hoch? Können wir uns auch nicht vorstellen. Ah, hier ist ein Seil. Oh, das ist ein bisschen heller. Sehr schön. Oh, bei einer Schule, da gibt es bestimmt wieder so eine Art Hausmeister. Ach, auch nicht so mein Ding. So machen wir das Licht aus. Alter. Okay, also da ist ein Raum dahinter, oder wie? Ja. Was so viel heißt wie? Nichts. Hä, aber warum nimmt die jetzt Sachen mit?
Das bringt doch nichts. Ah! Bringt doch was. Okay. Alter, was ist das für eine Schule? Ah. Komm, Q, hier. Und spring. Ja, wir müssen zeitgleich springen. Jetzt. Zack. Oh Gott. Uff. So, vielleicht doch hier und da mal ein bisschen bremsen. Hilfst du mal mit? Danke. Oh. Oh, was höre ich da? Was höre ich da? Da schläft jemand. Alter, was? Was war denn das? Und was ist das? Was zur Hölle? Habe ich das irgendwie... Hä? Ah, da ist noch einer. Habe ich das irgendwie ausgelöst, dass das jetzt so auf mich drauf ging? Junge? Oh mein Gott! Wie löse ich das aus? Ah! Okay. Die ist jetzt echt erwischt. Okay, ja, dann springen wir da halt einfach drüber. Schau, ja, zack. Kenne ich gar nichts. Ist auch cool, dass der Q das dann gleich nachmacht. Die Q, entschuldigt. Ja, du bist ja eine Ratte. Hör doch auf mit sowas. Wo dann hin? Okay, also hier sind halt... Geht ab! So, hier drüber. Da brauchen wir gar nicht reingehen. Wir gehen hier runter. Da müssen wir wieder springen. Zack. Und was bringt das jetzt? Was mache ich mit dem Affen? Nimm den Affen mit. Kann ich nicht. I don't know. I don't know. Er macht hier zu. Hör auf, lass doch auf, Mann. Oder lacht. Habt ihr gehört? Der hat mich ausgelacht. Vielleicht muss dieser Ding hier auch runterkommen. Schau, ich löse das jetzt aus. Geh gleich wieder weg. Gehen wir mal hier lang. Ah, da kann man rein. Okay. So, da ist wieder eine Falle. Immer auf dem Boden an. Das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott, wie gut ist das? Okay, passiert das hier auch? Das löst gar nicht aus. Oh mein Gott. Genial, Alter. Genial. Das ist echt gut. Jetzt bleibt stehen da vorne. Nein, Falle, Falle. Ich hab Falle auf. Ah! Oh oh. Alter, denen fehlen die Köpfe. Oh mein Gott, was? Q. Hey, Ratte! Was, hä, hä? Okay, also zu ihm darf ich nicht... Ach, ich hab einen Hammer. Junge, den kriegst du jetzt auf den Kopf.
Und Peng, Alter. Na, da schaut er. Den anderen fehlt doch auch der Kopf, das hat die doch nicht gejuckt. Ja, du kriegst auch gleich eine drauf. Oh, da ist eine Falle. Ich kann ja nur die Falle auslösen. Ah ja, okay, pass auf. Ihm hauen wir den Hammer drauf. Dann lassen wir den Hammer liegen. Lösen die Falle aus. Gehen auf die Seite. Zack. So. Hammer kannst du liegen lassen. Dann hier rüber und dann auf die Seite. Okay. Wieso gehe ich da nicht auf die Seite? Da bücke ich mich. Mein Gott. So, zack. Genau, sehr schön. Den haben wir anders ausgenockt. Im Splinter Cell-Stil. Das ist halt echt schon Try and Error, gell? Kannst ja fast nicht wissen, was du machen musst. Da brauchen wir einen Schlüssel. Oh, ich höre schon wieder was. Boah, der Sound ist auch heftig in dem Spiel. Oh! Alter, was? Oh mein Gott, ist das creepy. Das ist eine Lehrerin. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Ich würde sagen, an dieser spannenden Stelle unterbrechen wir das heutige Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ihr könnt, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich danke euch allen für euren Support. Und nächsten Mittwoch geht's weiter mit Little Nightmares 2. Bis dahin. Remember me for centuries, mummified my